Messgeräte einstellen und bestätigen. Also erst die. Wo ist die Maus? Da. So, das ist schon mal ein gutes Ergebnis. Wir können jetzt praktisch da noch mal eine zweite Messung machen. Das kann ich ja schon mal machen hier. Den Wechsel der Küvetten, Messküvette einstellen und bestätigen. Gut, die haben wir drin.